freuen uns sehr, dass wir heute Abend für euch spielen dürfen. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und ich glaube, es gibt momentan in Kiel kein besseres Ambiente als hier in diesem schönen Saal. Man kann wunderbar über Kiel gucken. Ich finde es fantastisch. Und ich will auch keine großen Worte machen. Wir werden heute Abend genau oder zumindest so ähnlich spielen wie bei dem Konzert in Schweden, was wir im April gemacht haben. Und wo es auch eine Pause, die Live-CD zu kaufen gibt. Wir werden genau das spielen, was auf der CD auch drauf ist und vielleicht noch ein bisschen mehr. Viel Spaß heute Abend. Eure Mutter Monika für euch, Marc Breitfelder. Piano gesagt, Georg Schröder. Thank you.
Thank you.
geht's auch fantastisch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute Abend noch mal aus der Puste kommen werde, aber ihr fordert uns ja geradezu. Na, wir müssen trotzdem ein bisschen slow down machen, weil auf meinem Zettel steht jetzt ein Song, den wir vor ein paar Jahren komponiert haben. Dieser Song heißt Dream. Thank you.
Zettel, was die CD anbetrifft, steht das folgende Titel, der heißt Station to Station. Kennt ihr die mal von euch? Ja. Oh ja, eins, zwei. Zwei Leute kennen den Song. Das ist ein Instrumental-Song von Mark. Und dieser Song wurde ungefähr 1978 komponiert von Mark auf dem Weg von Kiel nach Brunsbüttel. Und damit hätte ich immer das wieder, was Mark mir erzählt hat. Also, ja, ich kann nicht für den, für die Wahrheit dieses Dialogs jetzt garantieren, aber wie gesagt, ich erzähle nur das wieder, was Mark mir auch damals erzählt hatte, wie der Song das stammt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, meine Damen und Herren. Und wie gesagt, ich gebe nur das wieder, was Mark mir auch erzählt hat, um es kurz zu machen. Er fuhr damals mit der Deutschen Bundesbahn, was der Deutsche Reichsbahn nehmen, Deutsche Bundesbahn, mit der Deutschen Bundesbahn von Kiel nach Brunsbüttel. Und damals gab es noch diese schönen kleinen Abteile, wo sechs Leute so in einem kleinen Abteil sitzen konnten, wo man die Vorhänge noch so zuziehen konnte, was sehr praktisch war damals, wenn die Sonne gescheint hat. War muschelig und kuschelig, genau. Und Marc saß nun ganz allein in so einem kleinen Abteil. Dann stell dir mal vor, Marc ganz allein in diesem kleinen Abteil. Die Fenster waren noch offen, er konnte noch rausgucken, aber ich glaube, er hat das... Und rauchen. Rauchen! Man durfte damals auch rauchen. Das glaube ich schon drauf. Marc hat sehr früh angefangen zu rauchen. Und so. Hat er in dieser Zeit auch geraucht. Er saß auch ganz alleine. Bis, ich glaube, in Bordesholm war das eine junge Dame zustieg. Die war sehr, sehr blond. Und sah sehr gut aus und sehr jung. Und diese beiden Personen schwiegen sich nun in diesem Abteil über Minuten lang an. Und dieses Schweigen wurde unter... Was gibt's da zum Lachen? Machst du das? Nein, so. Ja, die schwiegen sich also wirklich minutenlang an, bis das Schweigen unterbrochen wurde von dem Mann, der die Fahrkarten verlangte. Und naja, es war ein kleines Problem, aber diese junge Dame hatte keinen gültigen Fahrausweis dabei. Marc hatte selbstverständlich einen dabei. Das war damals auch kein Problem. Also man konnte auch damals ohne den gültigen Fahrausweis die Deutsche Bundesbahn betreten. Mittlerweile ist es ja auch verboten. Man muss ja wirklich vorher der Fahrt den Fahrschein lösen, sonst bekommt man eine Strafe aufgebrannt oder man kommt sogar in den Knast deswegen. Damals war es noch möglich, ohne Fahrschein zu fahren. Man konnte ja nachlösen. Das Problem war nur, diese Frau hatte auch kein Geld dabei. Und Marc trat in Erscheinung als Gentleman und hat den kompletten Fahrpreis für sie bezahlt. Sie wollten doch wieder Paris, oder? So kam er sich immer etwas näher und Marc erzählt ihr dann auch von seinem zukünftigen Beruf als Mundharmonikaspieler und hatte auch ein Instrument dabei und holte dieses kleine Instrument aus der Tasche und spielte ihr dann was vor. Und dieses Spielen wurde schon wieder unterbrochen, diesmal von der Frau von der Mitropa, die Kaffee und heiße Würste anbieten wollte. Marc entschied sich damals schon sehr korrekterweise für einen sehr, sehr guten Rotwein. Es war ein Chateau Margaux 1972. Jetzt werde ich auch ein bisschen stutzig, weil 1972 gab es den Chateau Margaux noch gar nicht. Aber war ein großer Gang. Ja, aber wir sprachen ja von 71, glaube ich. Nee. 78, ja, dann gab es den Chateau. Der war noch sehr, sehr preisgünstig, sehr, sehr billig. Und Marc bestellte Rotwein und kam er sich etwas näher. Da kam dieser riesengroße, lange Tunnel zwischen Kiel und Brunsbüttel. Ich werde auch sagen, es ist aber ein bisschen sturzig. Stimmt. Und was in diesem Tunnel passiert ist, meine Damen und Herren, wird Marc Breitfeld Ihnen jetzt versuchen, auf der Mundharmonika zu erzählen. Es handelt sich also um eine Mundharmonika-Reise, Deutsche Bundesbahn, hübsche Frauen, teuren Rotwein und einen riesenlangen Tunnel. Marc Breitfeld an der Mundharmonika. Thank you.
Thank you.
Seems like I heard that lonesome sailing blow. Well, seems like I heard that lonesome sailing blow. Thank you.
love you, baby. You gonna need my help someday. Klitzekleine Pause. Wir haben genau die erste CD gespielt heute Abend. Die zweite folgt zugleich. Wir machen eine Pause von ca. 15 Minuten und sind so in einer halben Stunde wieder für euch da. Well, if you have a pound of motor west,
Thank you.
as long as I can see the light. As long as I can see the light. In Österreich entstanden, während ich einen Aufenthalt hatte in Zürich am Arlberg und bekam einen Anruf von meiner Frau, dass Post gekommen wäre. Normalerweise freue ich mich selber Post, aber diese Post war nicht sehr erfreulich. Es war eine Post von meiner Bank, die in der Zeit, wo ich in Österreich war und viel Geld verdient habe, sämtliche Zahlungsausgänge gestoppt hat, weil auf meinem Konto plötzlich kein Geld mehr drauf war. Und ich war deshalb so erbost und deshalb bin ich der Bank heute noch sehr dankbar dafür. Es ist ein wunderbares Lied draus geworden. Ja, dieses Lied heißt Little Piece of Paper. Little Piece of Paper ist praktisch dieses kleine Stück Papier, was man braucht, um zu bezahlen. Point when no talk around us.
I'm like a stranger in my own hometown. I need a little piece of favor. The one who won't get out of lost and found. I need a little piece of paper. The piece of paper who makes the world go round. Talk to me, baby, und es ist ein Dialog zwischen zwei völlig unterschiedlichen Geschlechtern, in diesem Fall Mann und Frau. Und Mark wird so nett sein und den Part der Frau übernehmen. Well, I said, talk to me, baby. I want you to call my name. Yeah, I said, talk to me, baby. Thank you.
don't want to see me no more.
got to say. But my world will be right. When love comes back your way. True, and our world will be right.
Thank you.
Und jetzt haben wir eine ganz große Überraschung für euch. Ich darf euch jetzt kurz vorstellen, das ist meine Tochter. Und meine Tochter hat mich gerade eben sehr, sehr stolz gemacht, weil sie hat, und ich habe sehr, sehr gezittert heute Morgen, sie hat heute Morgen um 11 Uhr, um Viertel nach 11, bei Jugendmusizier teilgenommen. Und nicht nur das, sie kam gerade eben von der Preisverleihung, meine Damen und Herren. Ich bin wirklich überwältigt und absolut stolz. Erster Platz. Das habe ich nicht geschafft, damals. Und ich glaube, Ehre wem Ehre gebührt, und sie möchte jetzt für Sie, oder ich möchte gerne, dass Sie für uns heute Abend ein Stück spielen, was Sie heute Morgen vorgespielt hat. Ja. Meine Damen und Herren, Jule Schröter! Jetzt habe ich noch eine Überraschung für euch. Wir haben einen Pianisten und eine Pianistin hier im Haus, die ich gerne auf die Bühne bitten möchte. Und zwar ist das Dr. Ulrike Kubetzki. Wo ist sie? Uli? Da. Ulrike Kubetzki. Und wir haben noch einen Pianisten hier. Und zwar muss ich dazu eine kurze Geschichte erzählen. Ich traf diesen nun Pianisten, den ich gerne auf die Bühne bitten möchte, vor ungefähr 20 Jahren, als ich noch bei Piano Held als Klavierstimme gearbeitet habe, in dem Musikhaus. Und da guckte er so als 10-Jähriger in die Scheibe rein und kam ganz, ganz verschüchtert ins Geschäft rein und hörte mich da Boogie Woogie spielen und sagte mir, das möchte ich auch irgendwann mal kennen oder können. Und dann habe ich ihn Jahre später auf der Kinderwoche wieder getroffen und er spielte genau meine Songs. Und er ist heute Abend auch hier. Herzlich willkommen, Rasmus Miguel. Genau, die Bank kennt ihn noch gar nicht. Ich möchte jetzt einfach mal mich einfach zurückziehen und doch. Und Rasmus und Uli mal gemeinsam auf einer Bühne erleben. Meine Damen und Herren, Rasmus und Uli. Thank you.
Ich muss mit meiner Tochter gleich richtig feiern. Und wir möchten uns nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr alle da gewesen seid heute Abend. Und es war uns eine große Freude für euch heute Abend zu musizieren. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Vielen, vielen Dank. Und wir möchten mit einem Titel den Abend beschließen, den wir in Schweden nicht gespielt haben, aber der, wie ich meine, nach Kiel gehört und auch in Schweden sehr großen Anklang findet. Aber wir haben durch Zufall auf unserer CD nicht mit drauf, aber das sollte Sie nicht abhalten, die CD zu kaufen, meine Damen und Herren. Das Stück heißt Shake Your Boogie. Thank you.
Louis alright für mich. So, an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei so vielen netten Leuten, seid ihr, dass ihr uns schon so viele Jahre über begleitet, uns featured, uns sponsort, unsere CD kauft, zu unseren Konzerten kommt. Und dafür sagen wir vielen, vielen Dank. Und vielen Dank möchte ich auch sagen, dem Herrn, der dieses Konzert heute Abend für uns ermöglicht hat. Das ist Peter Schirren von der Astrobar. Vielen, vielen Dank, Peter. Und dieses Konzert wird übrigens aufgezeichnet von Christian? Oh, shit. Von Christian Heuss. Christian steht dort hinten und bedient die Kamera und wird dieses Konzert dem offenen Kanal zur Sendung freigeben. Also könnt ihr uns auch demnächst begrüßen. Hiermit alle Hörer von Zuschauer von offenen Kanal in Kiel. Christian Prescher hat es aufgezeichnet. Vielen, vielen Dank, Christian. Und es gibt noch ein paar andere Leute, die ich gerne danken möchte. Und zwar meinem lieben Freund und Kollegen, der heute Abend für uns ganz, ganz viele Lautsprecher hier hochgeschleppt hat und uns sehr geholfen hat und uns von der Technik unterstützt hat. Das ist Ovi Lambers. Dann vielen Dank an die Kieler Nachrichten, die uns mit, was glaube ich zum ersten Mal in der Geschichte passiert ist, mit zwei Fotos in einer Ausgabe gewürdigt haben. Vielen, vielen Dank an die Kieler Nachrichten. Wir sagen Dankeschön und ich möchte noch kurz auf das nächste Konzert hinweisen. Das ist am 2. Februar in Bordesheu mit dem alten Savoy Kino und da werde ich zum ersten Mal im Savoy Kino einen richtigen Flügel bespielen dürfen. Und wir werden auch eine Videopräsentation machen dort. Also kommt vorbei, es wird völlig anders werden als heute Abend.